Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Traffic Rider. Das kennen bestimmt viele von euch, dieses Spiel, also ja, so viel brauche ich dazu nicht zu erklären. Also das Spiel gibt es im Play Store, das heißt Traffic Rider, ja. So, also bisher habe ich dieses Motorrad und ja, also es fährt bisher 169 km/h. Ja, und auch vielleicht, sorry, dass das Let's Play vielleicht nicht so gut wird, das ist mein erstes Let's Play, also... Ja, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß dabei und ja, dann fangen wir mal an. Also dann gibt es noch Optionen. Man kann Karriere fahren, da kann man dann Missionen fahren. Ja, und dann gibt es Endlos, da kann man Einbahnstraße oder... benötigt man Schlüssel und Level 20, das ist dann in beide Richtungen. Und dann, das ist jetzt Einbahnstraße bei Endlos. Ja, und dann gibt es noch, dann gibt es erst die Schnellstraße, die Wüste, die Stadt und Winter. Und dann kann man auch noch auswählen, ob man mittags, abends oder nachts fahren will. Ja. Also dann fahren wir mal los. Es hat auch ziemlich gute Grafik, ja. Also da kann man sich nicht beschweren. Wie ihr seht, lädt sich da was auf und wenn man das, wenn sich das komplett aufgeladen hat, kann man ein Video machen. Und wenn man gut genug fährt, dann kann man auch zwischen den Autos durchfahren. Aber wenn man das nicht so gut kann, dann passiert das hier. Ja, dann hat man halt einen Unfall und wenn man fortfahren will, kann man da einfach so ja drücken, aber dann... Ja, also der Minimal ist die Geschwindigkeit, die man fahren kann, ist 20 km/h. Und die maximale Geschwindigkeit ist bei diesem Motorrad 169 km/h. Ja. Ja, also... Mal schauen, wie weit wir dieses Mal fahren. Nicht weit. Also, das war's dann auch jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, das ist mein erstes Let's Play, also nicht so böse sein, wenn es schlecht war. Ja. Also dann, tschüss und lasst, wenn ihr wollt, ein Like und ein Abo da. Tschüss.